Gott liebt dich so sehr, dass du dich nicht mehr schämen musst. This is the season and this is the reason. Dieses Bild sehen wir gerade zur Weihnachtszeit immer wieder. Dabei denken wir Christen an die Geburt Jesu mit dem Ziel, sein Leben am Kreuz für die Menschen zu geben. Auf Weihnachten folgt Ostern und die Auferstehung Jesu konnte nur zum Fest werden, weil die Heilige Nacht vorher geschah. Beide Ereignisse sind untrennbar verbunden und der Sieg durch den Tod am Kreuz ist den meisten Christen gut bekannt. In dem Buch Das Kreuz beschreibt Monika Flach eine interessante Beobachtung, die ich hier gerne mit meinen eigenen Worten wiedergeben möchte. Sie schreibt darüber, dass wenn Christen danach gefragt werden, welchen Sieg das Kreuz Jesu mit sich gebracht hat, die Antwort meist so ausfällt: Jesus hat für unsere Sünden bezahlt. Das ist absolut richtig und die Kernbotschaft des Evangeliums. Doch ich möchte Monikas Beispiel folgen und dich heute etwas herausfordern. Bist du bereit? Okay, dann nenne mir bitte weitere Siege, die Jesus uns mit dem Kreuzestod geschenkt hat. Wenn du gerade 2 bis 3 Siege aufzählen konntest, dann liegst du hier bereits über dem Durchschnitt. Häufig fallen hier die Antworten der Christen etwas spärlich aus. Es gibt weitaus mehr Siege, die auf unser Leben große Auswirkungen haben können, wenn wir sie in Anspruch nehmen. Monika zählt hier 20 Siege auf und es lohnt sich sehr, diese einmal nachzulesen. Einen Punkt möchte ich heute aber besonders aufgreifen und mit meinen eigenen Gedanken ergänzen. Es handelt sich dabei um den Sieg über die Scham. Lasst uns zusammen ansehen, wo der Unterschied liegt zwischen Schuld und Scham und welche Auswirkungen Scham auf unser Leben haben kann. Zur Einführung habe ich zunächst ein kurzes Beispiel zum Thema Schamgefühl mitgebracht. Sophie hatte sich in einen anderen Mann verliebt. Kennengelernt hatte sie Paul in der Schule. Sie waren beide von Beruf Lehrer und verstanden sich sofort. Dann stellte sich auch noch heraus, dass Paul ebenfalls Christ war. Schnell wurden die Nummern ausgetauscht und unter dem Vorwand der Arbeit tägliche WhatsApp-Nachrichten geschrieben. Dann trafen sich beide regelmäßig auf einen Kaffee außerhalb der Arbeitszeit. Und Sophie wusste, dass das, was sie tat, nicht richtig war, denn schließlich hatte sie einen Ehemann, den sie eigentlich auch liebte. Doch die Aufmerksamkeit von Paul war so erfrischend und anziehend zugleich. Bei einem erneuten Date im Café lachte Sophie gerade über einen Witz und strich über Pauls Hand, als ihr plötzlich auffiel, dass die Frau des Pastors am Ende des Cafés saß und zu ihr herüberstarrte. Sophie wurde verlegen. Schnell verließ sie das Café. Zu Hause plagten Sophie schreckliche Schuld- und Schamgefühle. Sie machte sich große Vorwürfe. Wie nur hatte sie es so weit kommen lassen? Wie sollte sie dieses Fehlverhalten vor Gott, ihrem Mann und auch vor der Pastorenfrau wieder gut machen? Wie würden die Menschen in der Gemeinde auf sie reagieren? Das zu erzählen, schien ihr einfach unmöglich. Dadurch verschloss sich Sophie immer mehr gegenüber Gott, ihrem Ehemann und der Gemeinde. Sie fühlte sich in ihrer Scham und in ihrer Schuld gefangen. Wir können anhand dieses Beispiels sehen, dass Scham eine zerstörerische Kraft für die Seele haben kann. Scham kann Menschen quälen und die Gemeinschaft zu Gott und Menschen blockieren. Sie kann uns zu einem davon abhalten, die Schuld zu bekennen und gefangen nehmen, und zum anderen selbst nach dem offenen Bekenntnis in einem immerwährenden Gefühl der Minderwertigkeit halten. Doch was genau ist Scham überhaupt? Brené Brown, eine bekannte Sozialforscherin, die sich ausgiebig mit Schuld und Scham beschäftigt hat, schreibt, dass Schuld eine nützliche Emotion ist, die uns wissen lässt, wenn wir etwas getan haben, das mit unserem persönlichen Wertesystem in Konflikt steht. Schuldgefühle können uns also dazu inspirieren, uns zu korrigieren und uns zu bemühen, es in Zukunft besser zu machen. Scham hingegen ist eine starke negative Emotion, die tief verinnerlichte Gefühle und Überzeugungen beinhaltet, dass wir fehlerhaft sind oder der Liebe unwürdig sind. Mit anderen Worten, Schuld sagt uns, wenn wir etwas Schlechtes getan haben, während Scham uns sagt, dass wir schlecht sind.
Scham kann zu Zweifeln an der gesamten Existenz und Identität einer Person beitragen. Oft, aber nicht immer, ist Scham in der Kindheit verwurzelt und geht oft mit Gefühlen eines geringen Selbstwertgefühls einher. Laut Brown trägt Scham zu Gefühlen von Isolation und Abgeschiedenheit bei. Wird Scham unterdrückt, kann sie Störungen wie Sucht, Angst, Depression, Essstörung, Mobbing, Gewalt und sogar Selbstmord verursachen. Soweit erstmal die wissenschaftliche Definition. Und jetzt lasst uns noch einen Blick in die Bibel werfen. In diesem Buch werden Menschen beschrieben, die Fehler begangen haben und es trotzdem geschafft haben, ihre Schamgefühle zu kontrollieren und an Gott abzugeben. Sie sind uns ein Beispiel dafür, welche Auswirkungen es hat, seine Schuld vor Gott zu bekennen und sowohl die Schuld selbst, aber auch die Scham an das Kreuz abzugeben. Da ist zu einem David, der Ehebruch beging und damit verbunden auch einen Mord verübte. Oder Petrus, der seinen engsten Freund verleugnet hatte und kurz darauf erleben musste, wie Jesus abgeführt und gekreuzigt wurde. Ein weiteres Beispiel ist Paulus. Er hatte die Gemeinde bis zum Tod verfolgt und zuletzt Judas, der ebenfalls Jesus verraten hatte. Wir können uns nur vorstellen, mit welchen Schuld- und Schamgefühlen alle vier zu kämpfen hatten. Sie alle hatten einen großen Fehler begangen und doch gibt es zwischen diesen vier Männern einen wichtigen Unterschied, den wir nicht übersehen dürfen. Die ersten drei Männer haben sich mit ihrer Schuld ganz auf die Gnade Gottes verlassen und ihre Scham abgeben können, während Judas seine Schuld und Scham nicht an Gott abgeben konnte und sich dadurch das Leben nahm. Wie wir mit Scham und Schuld umgehen, kann tatsächlich lebensentscheidend sein. Gerade als Christ kannst du beispielsweise fest daran glauben, dass Jesus für deine Sünde am Kreuz bezahlt hat und gleichzeitig trotzdem täglich an dem Schamgefühl festhalten. Die Sünde belastet weiterhin unser Herz und wir kommen dadurch nicht in die vollkommene Freiheit durch Jesus. Deshalb hier an dieser Stelle ein paar wichtige Wege, wie du mit Scham umgehen kannst. Erstens, identifiziere, wenn du Scham fühlst. Nenne die Gefühle, die damit verbunden sind, um sie besser zu verstehen und zu akzeptieren. Zweitens, sei liebevoll zu dir selbst. Sprich mit dir wie mit einem guten Freund und erkenne an, dass Fehler vorkommen und dass jeder sie macht. Drittens, öffne dich anderen vertrauensvollen Menschen und teile deine Gefühle. Scham kann sich nämlich verstärken, wenn sie geheim gehalten wird. Und das Teilen kann Verständnis und Unterstützung bringen. Viertens, erkenne an, dass deine Fehler nicht deine gesamte Identität definieren. Trenne das, was du getan hast, von dem, wer du bist. Fünftens, wenn Schamgefühle dich stark belasten oder schwer zu bewältigen sind, kann professionelle Hilfe von Therapeuten oder Beratern sehr unterstützend sein. Und sechstens, das ist der letzte und der wichtigste Punkt für mich persönlich, ist, gib Jesus dein Scham immer wieder ab. Jesus nahm deine Scham, damit du zu Ehren kommst. Er ertrug den schmachvollen Tod am Kreuz, damit du frei sein kannst von Schmach, Schande und Scham. Lass nicht zu, dass der Feind dich in deinen Schamgefühlen gefangen hält. Bekenne deine Sünde vor Gott, deine Mitmenschen, die du verletzt hast, und lass die Scham los. Lass deine Identität nicht von deinen Fehlern, sondern von Jesus Christus bestimmen.